Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Test 2 Multiplayer hier auf dem YouTube-Kanal des Clan Stubaitiger zusammen mit dem Max. Hallo. Der Thomas hat sich in der letzten Folge verabschiedet. Der zockt jetzt für sich allein ein bisschen. Und wir fahren weiter nach Odense. Habe ich gehört. Und wo will der hin? Ich glaube, der denkt, er ist in England. Oder fährt die Ideallinie? Kann auch sein. Ne, der fährt Schlangenlinie. Ne, ich glaube, der denkt wirklich, er ist in England. Cool. Ja, dummi Verkehr, ne? Ja, ich halt schon. Oh! Oh Gott, was ist das Verkehr? Ja, ich wusste, dass du so krass bremst gleich, Alter. Ich hab angehalten einfach nur. Ja, aber für mich war das jetzt ein bisschen zu abrupt. Okay. Ach man, wieso ist es so warm? Die globale Erwärmung. Cool, jetzt hat er es nicht geschafft abzubiechen. Ist irgendwie gegen die Leitplanke gegangen. Er fährt wieder rein, weil es läuft bei dem. Ja. Oder muss er zu Eagles und hat sie zurückgesetzt gehabt in die Werkstatt. Hm. Den überholen wir mal nicht vor der Auffahrt. Den Kapsu. Nicht schlau. Den Kapsu. Nicht Kapsech. Ne, Kapsu 02. Die chinesische Form von einer Kappsäge. Nee, das ist eine kleine. Ja. So eine ganz kleine für die Tasche. So ein Akku. Du kannst mit einer Powerbank vom Handy laden. Ja, Mann. Alter, das wär's doch mal. Was ist das denn für Musik? Ah. Ich check mir später und lass mal ein paar Donuts raus, ey. Oh. Ja, ich war heute früher bei mir stand. Da haben wir da so Tiefkühlzeug mitgenommen. Will auch. Kommst du vorbei? Nee. Zu warm. Ja, dachte ich mir. Kann der Fips vorbeischicken. Aber bis dann ist er wahrscheinlich schon aufgessen. Und bevor ich zu dir fahre, kann ich einfach zum Bäcker fahren. Könntest du auch. Wird schneller gehen. Bisschen. Habt ihr eigentlich bei euch im Kaff einen, nee, oder? Nur halt den Wehner, der immer vorbeikommt mit seinem Busle. Aber ich hab keinen Bäcker. Nee. Wir haben gar nichts. Hör mal, ein Wirtshaus? Nö. Alter. Wir hatten schon abfuckt auf. Wir hatten mal eine Spaßkasse, die ist aber schon ewig nichts mehr da. Ja. Na gut, wir haben eine, erzählt. Wir haben eine Autowerkstatt. Wir haben. Das ist gut. Wir haben. Ja, nee. Mein Vater macht alles selber. Ja, schon, aber. Ja. Für andere ist es auch gut, man muss jetzt im Allgemeinen mal ein bisschen denken. Wir haben eine Zimmerei. Auch gut. Wir haben ein Bildstockzentrum. Ein was? Ein Bildstockzentrum. Was ist das denn? Kennst du Bildstöcke? Also diese Dinger, diese Steinfiguren, Säulen, die überall in den Käfern auf den Fluren und so rumstehen? Ja. Ja, das sind Bildstöcke. Aha. Und da drin siehst du quasi, wie die gemacht wurden, und da kannst du auch eine Bildstockwanderung machen, wo dir im Umkreis da die ganzen Dinger gezeigt werden. Aha. Ja. Läuft. Es gibt genug alte Leute, die das machen. Ja, glaube ich. Da kommt bestimmt mal so ein Reisebus mit. Und die gehen dann noch gegenüber von uns, bei den Schmidt-Fools, kehren sie noch ein und machen Lärm. Mhm. Ja. Was haben wir noch? Rentnerparty halt. Ja, völlig. Was haben wir noch? Wir hatten auch mal einen Getränkeladen, der ist jetzt auch nicht mehr da. Ja, aber ich finde schon, so ein Bäcker sollte sonst zumindest dann. Das Nachbardorf soll es auf jeden Fall haben. Nö. Auch nicht? Nee. Alter. Alter, das wird mich so abfucken. Der nächste ist im Werdiger Gewerbegebiet. Boah. Das wird mich richtig abfucken. Wieso denn? Ich meine, du kannst frühestens deine Brötchen irgendwie so gedichen, und du musst erstmal gar. Würde ich sowieso nie machen. Ja, schon.
Aber jetzt denke mal weiter, du hast Familie oder was, ja, und die Kinder wollen früh Frühstück machen, latschen. So könnte ich jetzt gedient zum Bäcker latschen, aber wenn die Brötchen ein bisschen, naja, so lala schmecken, ja, aber du kannst am wenigsten hinlatschen, kannst du was holen. Ne, wir machen es halt so, meine Mutter oder wer halt Zeit hat, geht zum Bäcker da im Gewerbegebiet, holt 20, 30 Brötchen. Die werden eingefroren und dann abends werden dann halt 5, 6 Stück, wie viele halt am nächsten Tag gebraucht werden, überwiegend für Brotzeit, werden dann aufgedaut. Über Nacht. Und dann früh ja wieder schön knusprig. Ja, schon klar. Ja. Gott, das habe ich damals in Lötzfeld gefeiert. Ich weiß nicht, ob der jetzt ist. Ich glaube, der ist nicht mehr. Aber damals hatten wir so ein, quasi so ein, ja, eigentlich so ein Tante-Emma-Laden. Du bist da reingegangen, hast einen Bäcker gehabt, irgendwo auch so eine kleine, ja, eine Fleischtheke, was nicht, aber ein bisschen Käse oder so, konntest du auch kaufen. Dann hattest du von Waschpulver und Ja, so Suppen ein und kleiner Tante so. und Emma Laden. Ja, genau, halt. War jetzt auch nicht alles drin, aber so ein bisschen was war da schon drin. Das war schon ziemlich nice. Ich sag, wir hatten nur so einen kleinen Getränkeladen, wo es dann da wegen was zu naschen oder so mal wegen gab, so Kleinigkeiten halt. Sind wir früher immer mit dem Sackhahn immer aufgefahren. Aber es war gestern geholt. Von dem Naschen oder was zu trinken? Oh, beides. So Mischkisten, Ja. weißt? Halb naschen, halb trinken. Genau. Und dann weg mit der Scheiße. Ja, am besten Cola und Brausezeug, ne? Boah. Flubbertö. Mentos. Ja, das macht nichts im Bauch. Hä? Das macht nichts im Bauch. Ach, Mentos und Cola. Macht nichts im Bauch. Stimmt. Aber so möchte ich was. Ja. Ja, so meinst du auch nichts, du musst es schon zusammen machen. Schon Oh. klar. Also, oh. Oh, Mann, ey. Letzte Woche auch. Ja klar, ich blink nach rechts und fahr grad aus. Nice. Ja, geradeaus ist ja Warnblinkanlage dafür da. Freilich. Thomas steht auf dem Gerüst, will den Gewindestaben durch den Sparring durchbringen. Bringt aber nicht rein, weil es 16er Loch, 16er Gewindestab. Ich sag, da Aber liegt ein nee. Hammer. Er gemeint, ja, der bringt mir da nichts. Hab ich auch nur gemeint, der musste halt schon damit draufschlagen, ne? Super, ey. Fand er nicht so lustig. Glaube ich. Boah, Alter, der Mittwoch war echt hart. Wir haben früh die Scheiben aufs Dach gelegt und dann bin ich eigentlich den ganzen Tag auf dem Glasdach in der prallen Sonne rumgerannt. Nice. Ja. Nein. Oh. Blinker. Verdammt nochmal. Lose it. Das Geile war, bis Mittag hat man dann die Markise drunter hängen, haben die dann schön rausgefahren, haben die Gerüste unten hingestellt und haben uns draufgelegt und gepennt. Cool. Also ich. Was die anderen gemacht haben, keine Ahnung. Wir haben Pimmel auf die Backe gemalt. Mich vom Pennen abgehalten. Dummi, auf zu schlafen, du sollst was schaffen. Ich hab Pause. Ja. War halt echt so, ne? Ja, schon klar. Ne, diese Konversation. Ja. Und was ich übel scheiße finde, ich habe ja für Sommer nicht extra so Halbschuhe, Stahlkammschuhe. Sondern Ah. ich hab ja die gleichen wie sonst auch immer, die halt wegen höher sind. Und so Ja, hoch so gehen, Art Stiefel dann. ja. Und dann, so hoch sind dann eben auch meine Socken immer. Und wenn ich Ah. jetzt mit Barfuß oder so, halt mit Flipflops daheim rumrenne oder so. Und Sieht man dann, immer genau. genau, und noch eine kurze Hose, die halt wie kürzer ist als meine Arbeitshose. Da habe ich genau zwei Linien am Bein. Einmal von hell auf dunkel und dann wieder von dunkel auf hell. Ja, kenne ich. Genauso ist es an den Armen, Alter. Das ist so schlimm. Auch im Gesicht bin ich jetzt übel braun geworden dadurch. Oh, Domi. Nichts passiert. Guck, wie das aussieht, Alter. Alles gut. Der hängt auch schon, als würde er irgendwie so abheben. Freilich. Ja, siehste, da bräuchte ich wieder einen Spoiler. Hat man ja vor 3 Folgen erst. Ja. Ja, was bei mir lustig ist, erstens ist das gleiche bei mir auch so ein bisschen der Unterschied, ja. Allgemein, die Füße sind halt ein bisschen heller als der Rest von mir. Zumindest die Beine und so. Und ab genau da, wo die Socken sind, hören auch die Haare auf. Das siehst du voll übelst, ey. Ja, so ähnlich ist es bei mir auch.
Oder was ich auch mal krass hab, sonst immer. Gott sei Dank ist es dieses Jahr bis jetzt noch nicht so schlimm, dass die Stechmücken, die haben mich immer überhalb der Socken gestochen. Dann habe ich die Socken ausgezogen. Hast du genau gesehen, wo die Socken angefangen haben und die Stechmücken angefangen haben zu stechen? Es war immer nur an den Beinen, Gott sei Dank. Aber es hat auch mal echt genervt. Boah. Noch 200 Kilometer in 5 Minuten, schaffen wir das? Ja. Bestimmt. Wir sind Fipp schon wieder nach da unten. Max, sind du wieder? Vögeln. Aha. Nee, die möchten wieder Blödsinn. Die macht wieder Blödsinn. Das sehe ich. Mich würde mal interessieren, was Nepo die ganze Zeit macht. Achso, ja. Ja. Klar. Jetzt hockt er schon den ganzen Tag da drin, ne? Aber sonst kommen wir nicht dran. Johannes hat gemeint, Nepo kommt dann später. Deswegen soll ich ja mit seinem Zeug schon anfangen. Ja, genau. Aber ja, ich sehe, wie er später kommt. Das war, macht heute erst wieder um 5 auf. Ja. Warum war ich gestern nur so kurz? Ich dachte, wir ziehen es durch, dass wir eben. Wieso kurz? Ja, von 5 bis 10 halt. Ich dachte, wir machen. Nein, der war vorher schon online. Wir haben den um 12 Uhr online angemacht. Okay. Ja. Ich hab doch Nike geschrieben, gleiche Serverzeit wie sonntags. Von 12 bis 10. Nur wir haben. Warum nur bis 10? Weil heute welche arbeiten und Schule und so. Wer arbeitet? Weiß ich nicht. Hat Jojo gesagt. Ich hab doch extra noch gefragt, ob jemand arbeiten muss, und hat's von jedem Nein geheißen. Chris hat sowieso frei. Ist ich doch auch. Scheißegal jetzt. Ja, schon, aber. Es war doch um 10 Uhr waren nur noch Simon und ich da. Ja, ist doch okay. Ja. Ich bin erst gerade online gekommen, eben deswegen. Ja, eben. Sonst wäre ich ja nochmal kommen und hätte es gemacht. Hä? Ich hab doch CS dann gezockt. Hä? Ich hab doch dann CS gezockt. Pass auf, ich war um 8:30 war ich da. Dann hat Nepo mich schon zugeheult, warum ich nicht jetzt anfange. Weil ich gemeint, Nepo, guck mal auf die Uhr, es ist um 10 Uhr ist Zapfenstreich heute auf dem Server. Dann gehe ich jetzt nicht mehr drauf, weil ich wollte auch noch was anderes machen, außer deinen Grundsteinscheiß. Und Grundsteinscheiß braucht allein auch schon eine halbe Stunde. Ja. Aber ich wollte zuvor noch was anderes machen. Nö, ja, okay. Was du auch noch machen könntest, wenn du Langeweile hast, den Strand vor unserem Haus wegen einzurichten. Mhm. Mit so Lischen, Balmen und so. Ja. Wenn du mal wegen Abwechslung von der Fabrik brauchst. Muss ich mir mal aufschreiben alles, wenn es jetzt mehr wird. Mhm. Dass ich nicht vergesse. Ich meine, was ich jetzt noch machen muss, ist mein Haus eben irgendwann mal fertig machen. Ja, dein Update, Haus, Update unser muss ich auch noch. Dein Haus, unser Haus, das Haus, die Fabrik von Nepo. Ja, euer Haus muss ich ja noch komplett machen, mein steht ja schon fast zur Hälfte. Ja. Ja, müssen wir auch nochmal schauen, wo uns das dann hinkommt, ne? Ja. Der Jojo meinte, er will sie hinten bei Simon machen. Was hinten Wohngebiet ist. Ja, ganz so weit würde ich es nicht wegmachen. Vor allem, weil das ja dann auch fast wieder ein bisschen näher an Chris ist mit seinem Reaktor. Keine Ahnung, muss er wissen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, wir machen es nicht zu Simon. Ich war eher der Meinung, wir machen es Richtung Ding. Eventuell Richtung unserem Dorfplatz quasi, wo wir eigentlich gesagt gehabt haben. Ja, wo das Thaddäus-Haus ist. Auf die andere Seite vom Fluss. Ja, aber genau. Da hinten ist halt Taint. Ja, das ist ja die Scheiße. Was das ich jetzt gemeint hätte, wenn du vom Fluss aus, also vom Thaddäus aus, quasi hinter Thomas. Ja, da schaut's aber auch ein bisschen doof aus. Da müsste ich höchstens den kompletten Berg irgendwie wegrupfen. Das ist kein Ding. Für da hin und fertig. Ja, dann müssen wir da mal gucken. Ja, machen wir schon. Setzen wir uns später mal zusammen und. Ja, aber da muss ich ja eben jetzt dann mal eine Farm noch machen. Meine Tierfarm, sowohl als auch dann Baumfarm. Was muss ich noch machen? Ja, Baumfarm kann ich dir auch bauen, wenn du misst das vorhin. Nee, die baue ich selber nicht, du, das was du jetzt denkst. Für Früchte und so. Achso, ah. Ja, das ist keine Baumfarm, das ist eine Fruchtfarm.
Egal, bei mir ist es jetzt mal Baumfarm. Ruhe. Dann muss ich eben dann, wie gesagt, Nepos Fabrik bauen. Dann eben euer Haus, Thomas sein Haus wahrscheinlich dann auch. Ja, dann kommt wahrscheinlich Chris und Andi eventuell auch nochmal auf mich zu. Ich weiß nicht, was die vielleicht noch wollen. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich weiß nicht, ob die dann irgendwas brauchen oder nicht. Aber wahrscheinlich, wenn sie ihren Reaktor haben, will er vielleicht wieder so einen Kühlturm haben. Oder zwei. Ja, das sehen wir dann. Es wird sich dann alles noch ergeben. Also du hast auf jeden Fall noch zu tun. Naja. Das ist klar. Ja, Gott sei Dank nur mit Bau, weil fresst du die Ecke, ist auch was. Das ist ja das Gute momentan. Ja, wir haben halt auch durch die Mob-Farm viel essen. Ja. Das Zombiefleisch kann man ja zu diesem Zombie-Jerk umwandeln. Hm. Oder diese Rice-Cracker oder wie die Dinger heißen. Ja, das Reißzeug von Paul. Das wird ja auch alles gedroppt. Von den Dingern. Ja, ne, Thomas beglückt sich ja da, glaube ich, auch dran. Simon ist ja sowieso Alleinunterhalter. Was mich auch anpisst. Aber gut. Was mich fast ein bisschen anpisst, dass Nepo Simon so für sich knechten lässt. Weil der das komplette Ding auskoben, der darf es jetzt wieder alleine zumachen. Naja, müssen die wissen. Ja. Wo ist denn der Max? Action. Okay. Ich muss noch kurz einpacken und dann. Alles cool. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das mit Lenkrad liebe? Zu Recht. So, sag mir, wie schlecht ich war. 100% Schaden, ach so. Kann man mal Okay, machen. doch. Da ist ja noch Luft nach oben. Ja, eben. Also wenn sie irgendwann mal Schadenmodelle einführen, dann schleifst du einfach nur noch so eine Brücke ohne Aufbau, ohne Räder hinter dir her. Ja, Mann, wie die Dinger meiner Kinder, diese Holz-LKWs da. Ja, Mann. Oder wenn du immer diese Crash-Compilation, wie du siehst, wo die Inder noch mit ihren halb zerstörten LKWs durch die Gegend Genau. kutschieren, Wo vorne das eine Rad weg ist und die Aufhängung in der Luft hängt. ey. Ja. Und die halbe Kabine so eingedrückt ist und der Fahrer quasi Freiluft ist. Ja. Oh, jetzt haben wir die Laterne geknuscht. Naja, egal, die wird's überleben. Ja. Dann würde ich mal wieder sagen, hier abonnieren, drüben Playlist und ein Video, was YouTube für euch raussucht. Checkt die Videobeschreibung für alle möglichen Links, was so drin steht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssi. Ciao.